So, nachdem die Tonqualität gestern ein bisschen scheiße war, hoffe ich, das wird ein bisschen besser heute. Ja, wir schlappen mal ein bisschen durch hier. Hier sind die Street Fighter. Ja, das ist und war mal eine Hayabusa. Das Bike kennen vielleicht einige von euch noch. Das war schon mal in Zürich, in der Schweiz, eine B-King, komplett umgebaut als Street Fighter natürlich auch, wie es hier üblich ist, mit einem riesen Hinterreifen. Gehen wir mal ein bisschen weiter in die V2-Kategorie, bisschen runtergerotzt, bisschen runtergerockt, aber ist natürlich auch ein Stil, das war mal eine Juice, würde ich sagen. Und am Ende hat er natürlich auch mal richtig investiert, nämlich einen der geilsten Beltdrives, den es überhaupt gibt, von NH Power hier auf dem Bike. Also das ist selbst in Middle East angekommen. Ja, und wir schlappen einfach ein bisschen weiter. Da stehen noch ein paar Custom Sport Bikes, noch eine V-Rod, so wie sie natürlich alle auch bei uns kennen. Gehen wir mal weiter zu den Radical Sport Bikes. Und da gehen wir natürlich auch gleich wieder im Hinterrad. Riesen Hinterrad, Radical Sport heißt breite Schwinge, breites Hinterrad oder natürlich Turbolader. Wird auch mal gern genommen hier, ein bisschen Lamborghini-Style. Top Speed Bikes haben natürlich seine absoluten coolen Megabikes wieder mitgebracht hier in der Kategorie Radical Sport Bike. Und hier ist wirklich alles Gold, was glänzt. Alles 24 Karat vergoldet. Mega cooler Ofen. Einmal abkratzen und ein Jahr nicht mehr arbeiten, würde ich sagen. Riesending hier in Middle East, natürlich die Custom Sport Bikes. Viel Dragster Style. Flach am Boden, teilweise vorne keine Bremsscheiben mehr drin. BMW S1000. Wo man hier theoretisch nicht so schnell fahren darf. Viele, viele schnelle Bikes, richtig schön mit Turbolader und allem drum und dran. Aber ihr wisst ja selbst, wie das ist. Wenn man erstmal raus ist aus der Stadt, ist denen das wahrscheinlich völlig egal. Noch ein bisschen was Klassisches hier. Alte BMW. Und das Geile an dem Ding natürlich auch der absolut seltene Beiwagen. Richtig schön original mit ein bisschen Patina. So, die Matric, Touring und Goldwing Bikes. Ja, alles dran, was irgendwie machbar ist. Ich glaube, viel mehr kann man nicht kaufen. Weiß ich, da ist der Typ wohl mal ein bisschen steif geworden. War nicht von der Kälte. So, weiter geht's hier mit der nächsten Goldwing. Ich glaube, mehr gibt es im Zubehörkatalog irgendwie nicht zu kaufen. Aber wirklich cool und ja, hier total angesagt, weil die Jungs stehen total auf die Motoren. Sechszylinder. Wassergekühlt macht natürlich Sinn bei den Temperaturen und die fahren auch richtig Kilometer mit den Dingern. Also auch wenn die nicht so aussehen, die sind alle schön blank geputzt, aber sind echt viel unterwegs. Da ist mal ein Bike von einem jungen Mann, der ist mal eben über 1000 Kilometer schnell hierher geballert. Seine Aufgabe Rescue, das heißt, er erklärt den Leuten, was man machen soll nach einem Unfall und so, wie man Leute da behandelt. Also wirklich sehr cool und nur dafür ist er mit seiner Goldwing extra hier rüber gefahren, wie gesagt, über 1000 Kilometer. So, hier haben wir noch ein Radical Bike, so wie es das natürlich auch bei uns kennen hier. Ein schöner Hynek-Shopper. Gehen wir weiter zu den Touring Bikes. Natürlich auch hinten die Heckverlängerung, Kofferverlängerung, alles dran. Große Vorderräder. Mega Rake, also auch natürlich hier der Rahmen vorne gecuttet, geschnitten. Und hier geht es dann wirklich mehr um Stil, um Gold, um Glanz. Aber wirklich eine sehr coole Mischung, muss ich sagen, zwischen Gold und Chrom. Hat der Junge sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und das Ding natürlich richtig schick gemacht hier. Der Road King. Mit allem, was du irgendwo an Chrom zu kaufen kriegst, aber wirklich sehr, sehr stimmig zusammengeschraubt.